So Leute, heute starten wir mit der Folge 188 von Twitch Clips Germany. Und zwar beim Blind Date. Ah ja. Aber beim Blind Date. Ist genau das gleiche gewesen, okay? Auf geht's in die nächste Folge. 3, 2, 1, let's go! Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany. Wir hoffen auch, dass wir wieder mit dabei sind. Jetzt ganz viel Spaß mit den Clips. Helium, einfach 10 von 10. Das ist gut. Der kann nicht kippen. Dachte ich Der aus. Kann nicht kippen. Hä? Der wird Stuhl kippen. Kann nicht kippen. Guck mal, jetzt egal wie weit ich mich nach vorne beuge, der kippt nicht um. Bereit? Ja. So, meine Augen sind zu. Könnt ihr sie sehen? Und warum lachst du? Scheiße. Du lachst schon so, als wenn es kein guter Geschmack wird. Nee, ist was anderes Witziges. Warum sind hier nie Fische? Warum sind die auf einmal Fische? Früchte. Ey, wusstet ihr zum Beispiel, dass Meerrettich keine Fische sind? Meerrettich? Ja. Was ist denn los mit dir? Meerrettich klingt übel, was als wären das Fische in der Dose, die du so einfach so eingelegt. Was? Das will die schlechteste Idee von alles. So, ein Freund von mir war Arzt gewesen. Der hat halt dann leider Berufsverbot bekommen, weil er mit einer Patientin geschlafen hat. Ist schade, er war ein begnadeter Tierarzt. Zu sich ran mit dem Arm, holt sein Handy raus, sagt so, ich habe richtig coole, krasse Freunde, öffnet einen WhatsApp-Gruppenchat. Wir schicken uns immer gegenseitig Bilder von unserer Scheiße. Und dann öffnet er Bilder aus diesem Gruppenchat und zeigt mir Varieties von Scheiße von seinen Freunden. Dünnschiss, normale Würste, alles mit dabei. Ich habe in ihrer Story gesehen, dass sie erzählen möchte von ihrem Blind-Date-Spektakel, dass das halt nicht cool war. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also man kennt ja alles Mögliche so. Ja, von der Ex, von dem Ex geredet oder ganz komische andere Sachen so. Man ist irgendwie im Restaurant und dann ist derjenige so super unhöflich zu den Leuten, die dort arbeiten. So richtig Sachen, wo man so sagt, boah, nee, passt doch nicht. Aber das ist schon ein ganz neues Kaliber, glaube ich. Alter, Alter. Ich finde die Musik echt nice, auch bei den Folgen, muss ich sagen. Ich hab nichts gesagt. Ich nehme alles zurück. Dankeschön für die 24 Euro. Wir haben 24% von dem 10.000 Euro Dings. Was? Nicht ganz. Nicht ganz. Wo wollen Sie denn hin, alter Mann? Ich könnte auch einfach über die Brücke laufen. Habe ich jetzt gerade extra einen Hafen neben die Brücke gebaut, um von hier nach hier überzusetzen, während hier literally eine Steinbrücke ist? Ich find's super. Oh mein Gott. Ich find's super. Ich find das toll. Ich meine, was ist, wenn die Brücke mal einstürzt? Was macht man dann? Er hat einen Hafen. Er hat einen Hafen. Er hat einfach zukunftsmäßig vorausgedacht. So, wisst ihr, wie ich meine? Oder was, wenn die Brücke mal gesperrt ist oder so? Plan B nennt sich das. Ausweichmöglichkeit. Mhm. Schon mal darüber nachgedacht? Ich denke nicht. Alles richtig gemacht. Ja. Man muss nur immer wissen, wie man sich das Ganze anguckt, ne? Ja. Und nächsten Freitag Dead Space. Fall Guy Forest! Kauf dir lieber den Grund, die bekommen schneller als die Fall Guys. Wenn es nicht so wahr wäre. Fühl ich. Ich fühl's aber wirklich, ich fühl's.
den Händen. Ja, ich sehe es. Ist dir aufgefallen, dass die Tasse fast so groß ist wie ein Kopf? Ist sie gar nicht. Lilly, die Tasse zensiert dich gerade. Das ist aber doch nur mein Gesicht. Mein Kopf ist doch noch hier. Es tut mir leid. Ja. Also wenn Basti gewinnt, muss er sein Gesicht. Aber deine Tastatur ist heute so ein bisschen schief auch, ne? Ja. Basti, mach Gesicht in Facecam, wenn du gewinnst. Ehrlich. Das ist natürlich. Die ist ein Tacken bitte? Zu hoch. Tut mir leid, aber da kann ich die ganze Zeit nicht weggucken. Warte, ich hab was für dich. Dann kann ich den einfach kurz machen. Junge, Basti, ich hasse dich dafür. Ich hasse dich so sehr dafür. Das ist das Schlimmste, Alter. 10 von 10. Dankeschön. Da geht's mir direkt viel besser. Perfekt. Das ist auch etwas, was Mori immer sehr, sehr glücklich macht. Ich glaube, das ist etwas, wo er auch so sagt: Ja, das ist schön. Und ich sah, dass es gut war. 10 von 10. Dankeschön. Da geht's mir direkt viel besser. Perfekt. Freut mich. Ich hasse euch so dermaßen. Ihr seid scheiße. Alle scheiße. Wer war das? Mit F kannst du die Fahrerseite haben. Fahr einfach vorsichtig. Rück mal F! So dumm. Oh mein Gott. Ich wollte gucken, was du machst. Sonja, du hast mich gebetet. Sonja, du hast mich gebetet. Sie fährt sie um! Hallo? Oh! Ich hab gerade auf die Tasse. Aber die Versuchung ist halt auch so schön, weißt du? Also die Versuchung ist halt echt schön. Wenn da so Nuru liegen würde, ich sehe sie so im Auto, natürlich nur im Spiel, da würde mein Kopf auch so sagen: Fein, komm, tu es. Fein einfach rüber. Komm schon, das macht Spaß. Los, tu es. Hast du geschaut? Das Problem ist, ich habe kein Leben. Ich werde jetzt gleich sterben. Nee, ist alles gut. Du wirst nicht getroffen. Ja, alles klar. Der sich einfach gedreiteilt jetzt, oder was? Lol. Da war eben ein einziger Bär. Und plötzlich waren es drei. Krass. Oh, was? Never. Ja, alle stechen schön. Noch mal weißt rein. Du, wo es erst von. Ja, klar! Ist das gut? Nami? Ich habe Brust durch die Brücke gelesen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe gar nichts gelesen. Ich habe gar nichts gelesen. Da stand Text, habe ich nicht gesehen. Drei Leute aus meiner Liste gesehen, PUBG gespielt habe. Aber ich habe auch letztens, als ich gespielt habe, gesehen, dass Leute gespielt haben, mit denen ich nicht so häufig spiele. Junge. Es ist soweit. Es geht zu Ende mit mir. Es ist einfach vorbei. Schön. Super, super schön. Der hat so eine richtig schöne, klare Stimme, ne? I like. Er hat nicht mal eine Pistole in der Hand. Das ist eine Luftpistole. Oh. Komm, hauen wir ab. Aber ich kann damit schießen. Nein! Schreib das wieder auf. Zack. Bang. Ich glaube, wir müssen es so rum machen. Nee, kann man so rum gar nicht machen. Ey, gehst du raus hier? Aber ganz schnell. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Dem habe ich jetzt eine Ansage gemacht. Ich kann nur einen Esel nachmachen. Ja, ich habe gehört, Vodafone macht wieder Ärger. Vodafone, ey, ja. Vodafone. Ja. Warte, shit! Nein!
Boah. Bis morgen! Und wenn ihr drin seid, bei. Ich habe nicht das Gefühl, dass das weniger wird, mein Junge. Hier ist Feuer. Ich weiß irgendwie nicht. Komm nochmal her, wir gucken uns das nochmal genauer an. Warte. Oh, Scheiße! Arschloch! Es tut mir leid! Ist so bett. Hat die nackte Frau nur eine Brust? Eins. What the fuck? Okay. Oh, wir wollen ja nicht übertreiben. Wir wollen auch nicht zu fit werden. Das ist auch ganz, das ist ganz meine Devise. Ja, wir wollen ja nicht werden. Zu fit. Warte, was? Ich schwöre auf alles. Ich habe mich wirklich versprochen. Es tut mir unendlich leid. Come on. Oh Gott. I don't want this bitch. Yeah. Yeah, baby. Ja, oder so geil, Alter. Das Ding ist so geil, Alter. Vielen Dank an Twitch Clips Germany fürs Retten dieser Kamera. Ah, ich trage meistens Boots. Zum These Beispiel, Boots are made for walking. Ja, genau. Zum Beispiel so Buffalos. Und Buffalos haben ja schon solche Sohlen. Ich weiß nicht, wie groß die Hufe von Buffalos sind. Ja, so. So klein sind Buffalos? Nein, nicht die Sohle. Von Buffalos? Ja. Wir reden über denselben Teil, ne? Also. Die Sohle unten. Das sind doch Hufe. Okay, hä? Wovon? Hä? Was ist. Warte, hä? Buffalo-Schuhe. Lilly kennt keine Buffalos? Wirklich? Hä, was sollen denn sonst Buffalos sein? Warte, ich zeig euch meine. Meine sind toll. Das sind Buffalo-Schuhe. Und ich liebe sie. Aber ich trage sie zu selten, weil ich selten rausgehe. Ich habe Angst vor Menschen. Ciao. Ich bin plus 2 auf Höhe. Ja, deswegen haben Lilly und ich die ja auch. Und wenn Leute gemein zu uns sind, so klein nennen, damit wir sie in den Arsch treten können, weil die tun weh. Buffalo heißt Büffel auf Englisch. Wird das dann auch Buffalo ausgesprochen? Oder Buffalo? Büffel heißen Buffalo. Ah, guck mal, mit Twitch Clips Germany lernt man Englisch. Wahnsinn, ne? Die Schuhe sind trotzdem cool. Ich wurde gerade gefragt, wann war die erste Mario Kart Lobby? 1972. Okay. Vor August auf jeden Fall. Das war August, ne? Ich glaube nicht, dass jemand nach deinem Geburtsjahr gefragt hat, Nils. Wow. Oh, mein Magen macht wieder Geräusche. Peak Content. Das geilste, wenn einfach alle mitmachen. Um da immer so noch mehr reinzudrücken. Ich liebe das. Ich liebe das. Kommt doch bestimmt gleich irgendein dreckiger, verdammter Jumpscare, weil irgend Vieh gleich mir entgegengesprungen kommt, oder? Okay, dann doch nicht. Ein Glück. Ich kann hier ein bisschen entspannt looten. Halt die Schleife! Oh. Hardclip, danke für 500 Bits. Vielen lieben Dank. Du verfickte Spiel! Du verfickte Spiel! Wirklich! Ey, der zweite Teil hat mich so ge... Ohne Spaß! Der zweite Teil hat mich so auseinandergenommen, ne? Und wirklich. Der erste hat jetzt schon auch Jumpscares gehabt, aber der war wirklich noch mal einen drauf. Und ich wusste es. Ich wusste, da kommt gleich ein Mistvieh. Und es kam nichts. Es kam nichts. Und ich dachte mir so, nice, die gönnen mir mal ein bisschen Ruhe. Falsch gedacht. Ich hasse es. Aber es hat Spaß gemacht. Im Nachhinein betrachtet, Leute, sind Dinge immer anders. Dreckspiel. Wirklich Dreckspiel.
Wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Helsinki. Oh mein Gott. Kommt jetzt wirklich jedes Mal ein Flachwitz? Das macht mich fertig. Flachwitze machen mich fertig. Irgendwann finde ich die noch lustig. Ich muss aufpassen. Ich habe eben schon echt ein bisschen aufpassen müssen, dass ich lache. Ich darf meiner Community das Gefühl geben, dass Flachwitze in Ordnung sind. Denn sie sind nicht in Ordnung. Habt ihr das gehört? Community? Flachwitze sind nicht in Ordnung. Ich habe echt gedacht, das war jetzt nirgendwo mehr was zu heilen. Ich hatte keinen Heiltrank mehr. Lol, wie sieht denn sein Gesicht aus? Ja, was ist... Was war das für ein Grafikbug? Wie gut. Lass dich hüpfen. Lass dich hüpfen. Schön. Ah, schön. Dankeschön, Sonic. Nuru! Ich guck mal gleich ganz kurz nach der Katze. Das war die Tasse, aus der die Katze eben getrunken hat. Ich hab's vergessen. Alle Ausrufezeichen Nuru in den Chat, bitte. Ausrufezeichen Nuru in den Chat. YouTube, wenn wir Ausrufezeichen Nuru hier im Chat bei, auf Twitch machen, kommt mein wunderschönes Emote. Es ist wunderschön und es schreit... Ja, genau das ist es. Hallo? Aber auf die Katze, die auf die ihr aufpasst, ist auch super, super süß. Die ist super, super süß. Da kann man auch mal aus einem Glas trinken. Oh mein Gott. Ich habe bestimmt schon viele andere Sachen in den Mund genommen, die schlimmer waren. Die Community der ganzen weiten Welt. Ich werde jetzt Spüli verstreuen. Oh, scheiße. Scheiße, das war wirklich auf. Okay, also ich schlag jetzt einen Trade vor, ja? Einen einmaligen Jahrmarkts-Trade. Ich nehme jetzt dein Pferd und du kannst mein Pferd nehmen, ja? Einmaliger Jahrmarkts-Trade. Okay, Deal. Das, dein Pferd da, dein Pony, das muss zu Lasagne verarbeitet werden. Das war dein Problem, muss ich sagen. Ja, man kennt's. Man kennt's. Ja. So. Du bist ein... Was bist du denn für ein Wichser? Mann! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ich krieg die Ausrast, Alter! Das ist ja wohl das... Das ist ja wohl lächerlich! Uwo. Ja! Ja! Sohn! Nochmal! Ja! Der Cliff ist drin! Ich liebe es! Ich liebe es! Ich liebe es! Uwo. Uwo. Ara ara. Uwo. Uwo. Ara ara. Nee. Ja, ara ara ist nicht so mein Ding. Das Uwo kann ich besser. Sohn hat nach dem Stream zu mir geradet. Und alle haben davon geredet, dass was gemacht hat. Und ich so, her mit den Clips, her mit den Clips. Also nein. Ich so, doch. Und als ich darauf dann in meinem Stream darauf reagiert habe, habe ich gesagt, selbst wenn du jetzt deine Clips löscht, sind sie trotzdem bei mir noch drin. Jetzt hat das Ganze ein neues Ausmaß erhalten. Selbst wenn sogar bei mir die Clips gelöscht werden sollten, ist es für immer bei Twitch Clips Germany. Ich liebe es, ich liebe es. Heavy. Digga, was hat der schon für eine Ausrüstung? Oh, der will sich ausknipsen. Warum? Oh, der hat dich mitgeknipst! Ich habe mir gestern einen Eierkarton gekauft. Keine Eier, nur den Karton. Ich brauche den zum Basteln. Ich bastle Eier aus Eierkarton. Ich lege die dann in echten Eierkarton und tausche die gegen Kartons mit echten Eiern im Supermarkt. Warum ich das mache? Ich Parship'e jetzt. Parship, finden auch Sie das Ei zu Ihrem Karton. Kannst du? Ich musste kurz darüber nachdenken. Ich habe einen Eierkarton.
schaut immer, wenn ihr Eier kauft, in den Karton rein, ob da überhaupt Eier sind. So schnell laufen, wie du willst. Du bist ein Loser. Fress meine Fürze. Mitten ins Gesicht. Ich nehme auch extra... Ah! No! No! Nein. Wundervoll. Nice. Nice. Was? Alol. Was? Cool. Das ist cool, ey. Du reactest einfach auf etwas und dann... Nice. Aber sie sah auch wieder sehr, sehr bezaubernd aus. Ich liebe ihre Cosplays. Sie sind immer sehr, 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 sehr sweet. Abenteuerlustig. Der hat heute so ein bisschen Bock auf Rangelei. Oh, Rammelei. Oh. Rammelei, ich weiß auch nicht. Vielleicht ja auch, weiß ich nicht. Hatte der wenigstens einen Helm auf, damit er... Also, mal ganz kurz das Fahrrad. Er hat einen echt schönen Helm. Oh Gott! Was war das? Das geht der Jörg. Das gibt's doch nicht. Es kommt nichts raus. Also so runter und dann kann man... Ja, oder man kann Details filmen, wie das hier, was nicht passieren sollte, wenn man gerade ein bisschen aufbaut. Ja. Auf jeden Fall, pass auf. Bist du bereit? Ja. Okay, okay, los. Ah, du Bastard, Alter, Junge, ohne Scheiß. Oh Gott, Junge. Weißt du, gestern habe ich meiner Frau gesagt, Schatz. Oh, mich schüttelt's gerade richtig in meinen Ohren. Das habe ich gesagt. Du hast so wunderschöne Haare. Die sind so heute so, die sind heute so fluffig und weich sehen die aus. So richtig so. Richtig geschmeidig sehen die aus. Und dann habe ich gesagt, darf ich die mal anfassen? Sagt meine Frau, ja klar, darfst du die anfassen. Also bin ich da mit meinem Zeigefinger über ihren Oberlippenbart gefahren. War auch wieder nicht richtig. Dafür kann ich Zungenbrecher. Am 10.10. um 10.10 Uhr Zungen, 10.10 um 10.10 Uhr Zucker zum Zoo. Wenn Schnecken an Schnecken lecken, schmecken, dass Schnecken gar nicht lecker schmecken. Doch tu mal ein bisschen Schneckenschleim an die Schnecken herein, schmecken, schnecken, dass Schnecken doch lecker schmecken. Und ich kann nicht mal normal reden, Alter. Und ich kann nicht mehr normal reden. Und dann sowas. Nun, lassen wir einfach weitermachen, okay? Lach mal kurz böse. Moment. Oh mein Gott! Nein! Sag mal. Warum sind da überhaupt Arme und Füße dran? Ist das ein Trend heutzutage? Wo fehlt denn das jetzt hin? Was passiert da? Jüt! Wie der Reifen auch noch wegfliegt, geil! Nice. Cool. Gremlin einfach. Gremlins habe ich auch lange nicht mehr geguckt. Meine Hände! Fuck! Komm her. Ja? Ich zieh dich hoch. Ja, komm her. Ich reite den Kenny. Geil. Also daran kann ich mich gewöhnen.
Gott. Ah, heiß. Hab's da Probleme mit dem Feuerzeug? Ich zeige euch was Gutes. Und schon, du kannst dich nicht verbrennen. Manchmal kommst du doch auf die Länge an. Bestes Feuerzeug! Bestes Feuerzeug, wirklich! Bestes! Kannst du nichts machen falsch! Meine Fresse! Oh, da geht doch das scheiß Licht aus, genau in der Sekunde! Oh, Kami vom Bildschirm ist auch ganz... Oh, arme Katzi! Bei unserem letzten Treffen hat Plumps gemacht. Lief's nicht so gut für ihn. Wie er ihr verraten hat, haben's erfahren. Ich glaube, ohne mich kriegst du mehr aus ihm raus. Jedenfalls ohne nachzuhelfen. Wie fährt er bitte? Wie fährt er bitte? Wer ist der? Ist der NPC gerade gefahren? Ist der NPC gerade so gefahren? Was ist da passiert, hä? Ich dachte schon, warum, was ist denn da? Der NPC? Der hat einfach gar keinen Bock mehr. Der hat einfach gar keinen Bock mehr. Einfach gar keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob sie wirklich ins Stripclub gehen. Oh Gott, Handy am Steuer, Leute. Ich bin kein gutes Vorbild gerade. Oh mein... Können wir das als Werbespot nehmen? Kein Handy am Steuer? Was für Sachen der manipulieren kann. Also inwiefern... Oh Gott. Ah! Ah! Der Bastard kann im Schrank sitzen! Ah! Gestern ist jetzt gewechselt. Auf E. Hallo lieben Leute da draußen. Nicht vergessen, Twitch Clips Germany. Einmal kommentieren, abonnieren und am besten macht ihr noch die Glocke an, damit ihr, wie gesagt, nichts verpasst von Twitch Clips Germany. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und natürlich ein Like da lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jawohl, abonniert Twitch Clips Germany, abonniert meinen Kanal, lasst Kommentare drunter und so weiter und so fort. Wurde ja alles gerade schon gesagt. Deshalb würde ich einfach nur sagen, schaut noch mehr Videos von mir. Zum Beispiel das Potato Let's Play. Ist ziemlich lustig geworden. Guckt rein. Jetzt sofort. Jetzt sofort.